19. Februar 2005, Tag der offenen Tür im Gymnasium an der Rüsternbreite, der 7. übrigens. Und nur 2,5 Stunden Zeit, sich alles anzuschauen. Viel zu wenig, wenn man auch nur halbwegs die Aufführungen, Experimente, Ausstellungen verfolgen und zwischendurch noch beim Kuchenbazar vorbeischauen wollte. So viel Zeit musste schließlich sein. Dazu kamen noch Gespräche mit Lehrern und Schülern, doch der Reihe bzw. den Sinnen nach. Und da wurde zuerst der Hörsinn angesprochen, mit Musik und Tänzen. Während Mathelehrer Dunkel versucht, etwas Licht in die einfache Logik von Würfeln und Pyramiden zu bringen, weist uns unsere Nase den Weg zum Chemieraum. Hier ist Gabriela Bonke gerade dabei, einen kleinen Stein der Weisen hervorzuzaubern. Chemie ist ja das, was raucht und stinkt, Frau Bonke. Und ist denn die Chemie wirklich so aufregend? Naja, für mich schon, für unsere Schüler nicht immer. Was behandeln Sie denn im Unterricht? Geht es dann hauptsächlich um Experimente? Na, hauptsächlich Experimente kann man nicht sagen, aber wir bemühen uns schon, so viel wie möglich auch mit Experimenten zu unterlegen. Und kommen dann auch so mehr Rechenvorgänge? Naja, ich sag mal, in den oberen Klassen sicherlich, da müssen wir alles mit richtigen Rechnungen unterlegen. Aber bei den Kleinen noch nicht ganz so viel. Und was haben Sie hier heute gemacht? Also heute haben wir Kupfermünzen zuerst verzinkt und dann hat sich eine Legierung aus Messing gebildet. Unter dem Dach proben Theater- und Kabarettgruppe. Wir nehmen eine kurze Auszeit und schauen einfach mal nur zu. Hi Zielein, hi Zielein. Du hast dein Pausenbrot im Schuhschrank liegen lassen. Danke Mama. Hier ist das Brot, damit du in der Pause nicht hungern musst. Entschuldigung, Entschuldigung und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie kann man nur sein Butterbrot vergessen? Als ich noch Schüler war, habe ich nie meine Butterbrote vergessen. Ich habe nie meine Butterbrote in den Schuhschrank gelegt. Ich habe immer Ordnung gehalten. Denn Ordnung beginnt im Kopf. Merkt euch das. Entschuldigen Sie die Störung. Auf Wiedersehen. Danke, Mama. Entschuldigen Sie die Störung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wann wirst du endlich Ordnung lernen? Also von mir hast du das nicht. Ich vergesse nie etwas. Ich denke immer darüber nach, ob ich alles habe, Heinz Rüdiger. Denn Ordnung beginnt im Kopf. Soweit die noch junge Theatertruppe. Und das Kabarett? Ach, Herr Doktor, meine Familie ist der Meinung, ich sei total verrückt, nur weil ich Rühreier über alles mag. Das ist doch Unsinn. Deswegen ist man doch noch lange nicht verrückt. Ich zum Beispiel mag auch Rühreier. Das ist ja toll, Herr Doktor. Da müssen Sie unbedingt mal vorbeikommen und sich meine Sammlung ansehen. Wir haben einmal eine ältere Schülerin aus der Kabarettgruppe gefragt. Was ist Kabarett eigentlich? Naja, Kabarett, das greift politische und soziale Themen auf und ja, wir machen uns eigentlich darüber lustig. Aber es hat auch einen speziellen Kern, dass es halt jeder versteht. Also wir machen Sketche darüber oder singen halt Lieder. Sind das mehr schulische Themen? Naja, schulische, soziale, also auch politische, zum Beispiel das Busfahren. Oder auch jetzt so zum Beispiel unser neues Thema ist Zukunft, was alles in der Zukunft passieren könnte. Und seit wann existiert ihr schon? Anfangs 2001. Da, ja, aus den damals 7. Klassen hat sich
eine Kabarettgruppe gebildet und da kamen halt immer mehr Leute dazu. Wir müssen weiter, hören Gesang und schauen beim Chor rein. Frau Probst, wie schätzen Sie denn die Rolle der Musik in der Schule ein? Ja, ich bin ja von Anfang an diesem Gymnasium hier in der Rüsternbreite tätig und ich habe versucht, mit der Musik ein Stückchen Lebensqualität in meinen Schülern im Unterricht und im außerunterrichtlichen Bereich zu erzeugen. In der Form, dass ich versucht habe, einen gemischten Chor hier an der Schule aufzubauen und Schüler für das A Cappella-Singen zu begeistern. Das ist mir bis auf den heutigen Tag gelungen. Wir haben natürlich Nachwuchssorgen, das ist klar, wie an allen Chören. Nicht nur hier bei uns, sondern auch bei den Thomanern und Kruzianern hier im Anhaltinischen und Anhaltischen weiß ich das. Und ich will mich aber bemühen, immer weiter zu werben und durch ein gutes Beispiel zum Singen zu aktivieren. Wie sie bedauernd hinterher noch meinte, sind viele Schüler durch die Hauptfächer zu sehr belastet, um sich noch wirklich mit Musik beschäftigen zu können. Einen Trend, den Kunstlehrer Thomas Blaschik so nicht bestätigte, angesichts der Fülle an Angeboten, die bereitstehen. Angefangen von der Federzeichnung über Plastik und den neuen Medien bis hin zu diesem. Das heißt, wir gestalten auch Projekte, wo es darum geht, zum Beispiel eine Baulücke in Köthen aufzuspüren. Das war eine Aufgabe in diesem Jahr. Und diese Baulücke mit einem eigenen Entwurf zu gestalten, auszufüllen und diesen auch direkt als Modell umzusetzen. Ein zweiter Bereich, den ich variiert habe, ist der Bereich Platzgestaltung. Ja, es gibt bei uns in Köthen noch sehr viel ungenutzte Plätze, wenn ich dort an die Schlosspassage denke. Was könnte man machen, dort einen interessanten Platz zu gestalten, der auch von der Infrastruktur für die Bevölkerung etwas hergibt, wo Grünanlagen sind für Kinder, für ältere Menschen. Und ich denke, dass dort auch junge Menschen unglaublich gute Ideen bringen und einige der Ergebnisse sind heute hier zu sehen. Dazu kommen auch noch Studienfahrten. 2004 führte eine nach Italien. Dort fertigten Schüler unter anderem diese Zeichnungen und Fotos und entstanden diese Gedichte. Barga, die strahlende Sonne hinter den weichen Wolken betont die gewaltigen Berge. Riesen bedeckt mit Häusern, der Wind weht durch mein Haar. Ich schwelge in der weiten Landschaft. Der Himmel hängt flach über den Dächern. Vögel streifen meinen Blick. Fasziniert von der Landschaft, setze ich mich auf eine Treppe, ich genieße den Augenblick. Barga, auf den Bergen Bäume, durchkämmt von leichtem Wind, vereinzelt Häuser, wunderschöne Landschaft. Wolken werfen Schatten auf rote Dächer, über dem Himmel Vögel, an Schornsteinen vorbei, auf den Dom scheint Sonne, Menschen weit verstreut, Bilder und Lyrik, gewaltig der Wunsch, Treppen zu steigen. Ermüdung vertrieben vom Lärm der Autos. Vernazza, steiler Anstieg und steiler Abstieg. Schweiß rinnt vom Gesicht, anstrengend. Monte Rosso, Sonne über Meer, sendet letzte Strahlen und geht dann unter, endlich. Venedig, kleine Gassen, die uns verwirren, alleingelassen von den Lehrern, Gespräche. Dali, Bilder berühren, oft lauter Alarm, erschreckend für die Besucher, fantastisch. Surrealismus, Salvador Dali, eine wunderschöne Ausstellung, strahlende Farben, fantastischer Blick, Trance. Nachts, interessante Gespräche, auf dem Balkon, Gummibärchen zwischen den Zähnen, Frust. Noch einmal zurück zu den Naturwissenschaften und wieder treppauf zur Geografie. Geworben wird auf dem Aushang mit dem Schlagwort Multimedia. Ihr Thema ist ja heute Multimedia im Geografieunterricht. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja, und zwar haben wir hier im Geografieraum die Möglichkeit, mit dem Computer Vorträge zu halten, die der Schüler zu Hause vorbereitet. Dann kann er seine Diskette mitbringen und den Vortrag hier so halten, dass alle Schüler über den Videobeamer mitverfolgen können, was er sich in seinem Vortrag so vorbereitet hat. Zusätzlich kann er während des Vortrages ins Internet gehen und kann also den Vortrag bereichern durch aktuelle Sachen.
Das ist eigentlich bei uns Multimedia. Hinzu kommen die sämtlichen CDs über die Naturgeografie, die wir einsetzen, um den Unterricht letztendlich anschaulicher zu machen. Also hier ist ein Schülerbeispiel mal zu sehen. In der 12. Klasse kommt der Aralsee dran. Eine ökologische Katastrophe ist die Frage, die die Schüler beantworten müssen. Und hier hat eine Schülergruppe eine PowerPoint vorbereitet zum Aralsee. Und mal auf dieser Grafik, die jetzt gleich kommt, kleinen Moment, kann man schon mal sehen, den Umfang an Folien. Das sind also weit über 20 Folien, die die Schüler eingesetzt haben, um eben die Auswirkungen des Aralsees darzustellen. Auch die Umgebung Köthens wie auch die Stadt selbst spielt natürlich eine wesentliche Rolle im Geografieunterricht. Die Palette der Angebote ist noch weiter gefächert, als das in diesem Beitrag darzustellen möglich gewesen wäre. Deshalb bleibt nur warten auf den 8. Tag der offenen Tür im Gymnasium an der Rüsternbreite oder selbst einen Rundgang vereinbaren. Dankeschön. Dankeschön. Bitte.